Freiheit erleben. So, herzlich willkommen bei DIRTV. Heute möchten wir euch gerne die Nanoversiegelung bei uns im Haus vorstellen und haben dazu unseren Spezialisten, den Matthias, vor der Kamera. Hallo Tobias, danke für deine Einladung. Matthias, man hört in den Medien oft über Nanoversiegelung und über Keramikversiegelung. Erklär uns doch mal oder unseren Zuschauern genau, wo ist der Unterschied? Gibt es preisliche Unterschiede? Gibt es qualitative Unterschiede? Was versteht man unter Nano und was versteht man unter Keramik? Ja, also eine Nanobeschichtung ist eine ultradünne Glasbeschichtung oder eine Glasbeschichtung haben wir grundsätzlich bei allen Beschichtungen, ja, auch bei der Keramik. Der hauptsächliche Unterschied ist die schichtige. Wenn wir jetzt eine Nanobeschichtung haben, kann man das vergleichen mit einfachem Glas, mit Fenstern, die einfach verglast sind, wie man das auch auskennt. Ja? Bei einer Keramik haben wir mindestens eine Panzerglasschicht, das heißt, die ist auch die schichtige, die wir auftragen, ist wesentlich strapazierfähiger, robuster und man hat natürlich auch entsprechend länger daran. Also wir können die Haltbarkeit hochtreiben bis 10 Jahre. Bei einer Keramikbeschichtung. Bei einer Nanobeschichtung sind wir maximal bei 3 Jahren am Ende. Sehr interessant. Also ich höre raus, du empfiehlst immer eine Keramikversiegelung. Ich empfehle immer eine Keramikbeschichtung, genau. Interessant. Wo liegen wir preislich, so von bis von Nano zu Keramikversiegelung? Was kann man da grob rechnen, in welcher Range? Klar kannst du es jetzt nicht genau sagen, ja. Aber circa. Ja. Also eine Nanobeschichtung geht los bei 890 Euro. Und bei einer Keramikbeschichtung sind wir maximal bei ca. 1900 Euro. Super. Matthias, kannst du uns was sagen, wie viele Fahrzeuge haben wir denn in den letzten Jahren hier schon veredelt? Haben wir da eine Hausnummer treffen? Also konkrete Zahl kann ich dir jetzt so keine sagen, aber es ist tatsächlich so, dass mittlerweile die Fahrzeuge oder kaum ein Fahrzeug mehr vom Hof fährt oder geht, was nicht beschichtet wurde. Also wir machen das jetzt seit über drei Jahren hier bei uns im Hause und das immer erfolgreicher und mit wahnsinnigen zufriedenen Kunden. Sehr schön. Matthias, kann man mit ein paar Schlagworten zusammenfassen, welche Argumente für eine Nanoversiegelung sprechen? Natürlich. Also es ist so, wir haben durch die Keramikbeschichtung haben wir mehrere Vorteile und zwar wir haben einen Werterhalt, wir haben einen ökologischen Fingerabdruck, den wir hinterlassen, sprich wir brauchen wesentlich weniger Wasser, wir brauchen keine Reinigungsmittel mehr oder wesentlich weniger Reinigungsmittel und wir haben die Zeitersparnis und natürlich das Wichtigste, was dem Kunden am allerwichtigsten ist, ist, er hat sein wunderschönes Reisemobil geschützt gegen entsprechende Umwelteinflüsse. Sehr schön. Matthias, die Fahrzeuge, also die Kastenwagen, ist klar, ist ja wie ein Pkw, das sollte kein Problem sein zu versiegeln. Jetzt haben wir nur noch konventionelle Reisemobile und insbesondere in unserer Firmengruppe reden wir hier in der Regel von GFK-Fahrzeugen. Hat es einen besonderen Vorteil oder ist es überhaupt möglich, ein GFK-Fahrzeug zu versiegeln? Natürlich, das ist sogar sehr empfehlenswert, weil das Thema mit der UV-Strahlung nicht zu vernachlässigen ist bei den GFK-Beschichtungen. GFK ist ja ein Kunstharz, was von Haus aus sehr wenig UV-resistent ist. Ja? Wenn wir unsere Beschichtung auftragen, hast du erstens den Riesenvorteil, du hast eine Farbvertiefung, das heißt, du bekommst einen wahnsinnig tollen Glanz auf die Oberfläche. Du hast eine Oberfläche, die sich sehr, sehr leicht reinigen lässt und vor allem ist es so, dass du den Werterhalt hast, weil sich keine Verunreinigungen in die Oberfläche einbrennen können. Also sprich Vogelkot oder ähnliches hat keine Chance. Und alle Beschichtungen, die wir haben, sind, ob das jetzt die Nanobeschichtung ist oder ob das die Keramikbeschichtung ist, sind alle UV-stabil und UV-resistent. Kann man auch sagen, dass die Fahrzeuge dann weniger anfällig für Kratzer und Witterungseinflüsse sind? Bei der Keramik ist das tatsächlich so, weil wir die Oberfläche veredeln. In dem Fall, also sprich, da kommt eine Beschichtung drauf, die auf der Oberfläche aushärtet und die Oberfläche wesentlich strapazierfähiger macht und unempfindlicher für Kratzer. Heute Morgen hast du mir erzählt, dass nicht üblich ist bei uns im Hause nur Fahrzeuge zu versiegeln, sondern dass man alles Mögliche versiegeln kann. Was genau ist empfehlenswert zu versiegeln? Also im Wohnmobilbereich können wir von einer antibakteriellen Beschichtung für den Innenraum, also sprich für die Küche,
Für den Kühlschrank, für die Toilette oder den Toilettenkasten können wir eine antibakterielle Beschichtung auftragen. Wir können die Stoffe, die Polster beschichten, wir können die Matratzen beschichten. Dann ist es der große Vorteil, dass es bilden sich keine Milben mehr. Weil die Feuchtigkeit kann zwar in die Matratze rein diffundieren, ja, beziehungsweise kann in die Matratze reinkommen, diffundiert aber wieder nach außen. So. Und dadurch, dass die Feuchtigkeit leichter und schneller von der Matratze wieder weggeht, haben Milben keine Chance und Hausstauballergiker ergo einen angenehmeren Schlaf. Sehr interessant. Das Gleiche geht auch mit den Fahrersitzen. Es ist immer so, man hat nicht unbedingt immer das schönste Wetter. Das spielt also jetzt keine Rolle, ob das jetzt ein Textilbezug ist oder ein Kunstleder- oder Lederbezug. Wir können alles beschichten. Ja, wer kennt das Problem nicht, dass man mit den Jeanshosen bei feuchtem Wetter im Herbst oder in der Übergangszeit, dass die Sitze verfärbt sind? Das kann man natürlich nicht verhindern, aber man kann es ganz leicht nochmal reinigen und entfernen. Also gerade bei helleren Stoffen sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall. Interessant. Oder mit Kindern oder mit Hunden oder Ähnlichem. Mhm. Matthias, vielleicht kannst du uns noch ein paar Sachen erzählen, die man insbesondere im Caravaning-Bereich versiegeln und veredeln kann. Ja. Also es ist so, wir beschichten alles, was man von außen berühren kann. Also sprich das komplette Fahrzeug mit dem kompletten Aufbau, mit dem GFK-Aufbau. Wir veredeln auf dem Dach die komplette Dachfläche. Wir können die Solarzellen komplett beschichten. Hat natürlich der Kunde noch einen großen Vorteil, weil es einfach so ist, dadurch, dass die Solarzelle immer sauberer ist, ja, oder auch einfacher zu reinigen ist, ist auch natürlich die Leistung von der Solarzelle wesentlich besser als unbeschichtet. Gute Sache. Und ansonsten kann man, natürlich werden die Felgen beschichtet, die Windschutzscheibe wird beschichtet und alles, was man einfach von außen berühren kann. Es ist egal, ob das jetzt Lack oder ein Kunststoff oder die GFK-Oberfläche ist. Matthias, auch ein großes Thema ist bei uns im Haus die Aufstelldächer. Also wir haben ja zunehmend verrauchende Fahrzeuge mit Aufstelldächer. Ja. Die Pössl Campstars oder klassische konventionelle Kastenwagen mit Aufstelldach. Dort hat man bei schlechtem Wetter die Thematik immer öfters mit Regen, dass da Feuchtigkeit eindringen tut. Würde man hier auch einen Vorteil generieren mit der Versiegelung? Natürlich. Also es ist so, wir können den Stoff auch komplett beschichten. Auf jeden Fall ist es dann so, dass der Stoff dann atmungsaktiv bleibt, die Haptik verändert sich nicht und man hat natürlich den großen Vorteil, dass der Nässeschutz entsprechend dann auch gegeben ist. Sehr gut, vielleicht kannst du uns zum Schluss noch sagen, wo und wie kann man denn so eine Versiegelung buchen, wenn man kein Fahrzeug bei uns im Hause gekauft hat? Das ist denkbar einfach, die Telefonnummer wird jetzt unten eingeblendet und da können Sie mit unserem Servicepersonal einen entsprechenden Termin machen und die sind kompetent geschult in dieser Hinsicht. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das Gespräch mit uns zu führen. Ich denke mal, es wird auch manch einen Kunden von uns sehr, sehr interessieren und vielleicht noch den einen oder anderen mit einer Nanoversiegelung oder einer Keramikversiegelung glücklich machen.